Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofree. Heute mit einem besonders sportlichen Kandidaten bzw. einer Kandidatin. Das ist die Toyota Supra. Zugegebenermaßen, eigentlich heißt es der Toyota Supra, aber wir finden einfach, es ist eine sexy Lady und darum sagen wir sehr gerne auch die Supra. Wir starten wie immer mit dem Design und einem kleinen Rätselspiel am Anfang des Videos. Was sagt dieser rote Schriftzug über das Auto selber aus? Ihr habt jetzt 3 Sekunden Zeit. 21, 22, 23. Richtig, wir haben hier den Schalter. Also das ist immer so das Indiz für euch. Schalter bei der Supra. Insgesamt natürlich alles sehr sportlich ausgelegt. Ihr seht es schon, wir haben viele Ecken, viele Kanten, schmale Rückleuchten, viele Ebenen, einen Diffuser, der im Prinzip das ganze Heck ausmacht. Sehr schöne, sehr große Endrohre und dahinter verbirgt sich auch sehr schön viel Sportlichkeit und Fahrspaß, also nicht nur zum Hingucken gedacht. Im Übrigen, die Lackfarbe, die wir hier haben, ist eine der 2 neuen, die es bei der Supra jetzt gibt. Es gibt einen Grauton und eben dieses sehr expressive Blau, was so leicht metallisch schimmert, aber nicht wirklich glitzert. Es ist also serienmäßig jetzt mit dabei. Es gibt auch eine sehr interessante Version, die ich mir gerne mal persönlich angeguckt hätte, nämlich die Moonstone Edition in einem Matt-Weiß-Ton. Das stelle ich mir bei der Supra auch sehr schön vor. Und innen drin dann mit Braun. Eine schöne Kombination. Wir haben hier ein Kofferraumvolumen von 290 Litern. Nicht so viel, nicht gut zu erreichen, aber eigentlich ganz gut nutzbar. Vorher aber den kleinen Hinweis. Um Gewicht zu sparen, hat man sich entschieden, hier keinen Knopf hinzumachen und dementsprechend das Fahrzeug hier ganz normal per Knopfdruck zu öffnen. Ist natürlich jetzt nur ein Spaß von mir. Entweder wir machen das Ganze mit dem Schlüssel oder aber wir machen das Ganze vorne hier in der Tür. Hier befindet sich nämlich ein kleiner Knopf und dann geht der Kofferraum auch auf. Und 290 Liter können dann so aussehen. Yep, wir haben das Ganze schon mal mit unseren heißgeliebten Peak Design Produkten ausgestattet, zur Verfügung gestellt von Enjoy Your Travel. Schaut direkt mal unten in die Infobox vorbei. Wir sind großer Fan von den Produkten und da findet ihr die entsprechenden Links. 65 Liter Duffelbag, 35 Liter Duffelbag, 20 Liter meine Tote Pack, die ich im Alltag sehr gerne nutze und Fabi als Alltagsbegleiter mit 10 Litern haben wir hier vorne auch noch. Also es geht, man kann einiges reintun, wenn man es denn dann auch gut anordnet. Am besten natürlich mit dem Peak Design Produkt. Edel ist wirklich, dass das Heck im Prinzip mit einem Schwung zur Seitenlinie übergeht. Wir haben hier richtig nochmal so eine eigene Ebene, wo man so das Gefühl hat, man kann nochmal was drauf tun. Sollte man natürlich nicht. Designtechnisch finde ich es aber einfach wirklich sehr, sehr schön. Und an dieser Stelle dann auch die Erklärung, warum Fabian und ich sehr gerne die Supra sagen. Solche Kurven, so ein Schwung. Es ist schon so ein bisschen wie eine Sanduhrfigur von einer schicken Lady. Auf jeden Fall richtig schön gelungen und ein sehr schönes Zusammenspiel an dieser Stelle. Auch sehr schön geschmiedete Felgen, Fuchsfelgen in 19 Zoll. Nicht nur schick anzusehen, nicht nur sehr edel, sondern vor allen Dingen auch gewichtssparend, fast 5 Kilogramm. So schick und geschwungen dieses Fahrzeug ist, natürlich wollte man die Sportlichkeit auch noch mal ein bisschen mehr unterstreichen. Das hat man vor allen Dingen gemacht, nicht nur mit schwarzen Elementen. Hier unten am Schweller sieht man es auch noch mal sehr schön. Das sticht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes heraus. Sondern eben auch mit Lufteinlassblenden, so bezeichne ich sie jetzt, sehr kompliziert ausgedrückt. Man könnte meinen, das hätte auch im echten Leben etwas für die Aerodynamik. Wir haben es ja hinten auch schon angedeutet gesehen. Ihr werdet es vorne auch noch mal sehen. Nein, die sind nicht für aerodynamische Zwecke da. Sprich, sie sind alle geschlossen und nur für die Optik. Zum Thema Frontdesign möchte ich einmal ganz kurz Fabian wiedergeben, in Anführungszeichen sogar zitieren. Also am Anfang, als er sie gesehen hat, als sie rausgebracht wurde, war es so, ich hoffe, ich habe das jetzt genauso gemacht wie er, Aber dann wächst sie doch irgendwie zu einem und sie sieht vor der Tür auch wirklich nicht schlecht aus. Zitat Ende. Ich muss sagen, mir gefällt die Front sehr gut. Es ist natürlich eine lange, sehr präsente Front mit einer großen Motorhaube, die sich ja links und rechts auch nochmal so richtig runterzieht. Hier oben haben wir die Einkerbung, hier dann nochmal diese Lufteinlassblenden und schlussendlich läuft das Ganze ja so nach vorne zu zum Toyota-Logo hin. Ich finde, es hat was. Ich finde, es ist ein schönes Zusammenspiel, aber irgendwie auch so ein bisschen Kontrast zum Heck, wo ja so viel stattfindet. Hier ist es doch dann eher so eine große Fläche. Links und rechts sowieso serienmäßig bei jeder Supra LED-Scheinwerfer. Allerdings bei unserer Variante hier
LED-Scheinwerfer, also top of the pops. Was mir persönlich an der Front besonders gut gefällt, dass wir hier unten wirklich Ebenen haben, die auch relativ weit reingehen. Sieht aus wie so, Fabian sagte vorhin, hungrig, so gefräßig. Zusätzlich nochmal das Schwarz wieder mit aufgegriffen, im Prinzip auch in derselben Form wie hinten. Mir gefällt das Zusammenspiel und hier unten in dem Bereich ist es dann ja auch wieder deutlich aggressiver. Kommen wir zum Herzstück der Supra, dem B58 von BMW. Das heißt, der 3 Liter Turbo Reihen 6 Zylinder mit in dieser Fassung 340 PS, 500 Nm Drehmoment, aber eben mit der Besonderheit, nicht die 8-Gang-Automatik, sondern ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Und jetzt kommt eben der Mehrpunkt, denn der eine oder andere sagt, ja, es ist ja nur ein BMW. Das hier ist definitiv nicht nur ein BMW, denn man hätte jetzt seitens Toyota natürlich auch sagen können, komm, gib mir irgendein 6-Gang-Schaltgetriebe und ich mache das rein und fertig. Haben die aber nicht gemacht, denn sie haben das ZF S653 Getriebe genommen, was von der Hardware-Komponentenseite ähnlich dem Schaltgetriebe im M3 ist, allerdings seitens Toyota nochmal deutlich überarbeitet. Das heißt, man hat in der Entwicklung mit 3 verschiedenen Gewichten beispielsweise für den Schaltknauf gearbeitet, von 68 bis 200 Gramm. 200 Gramm sind es am Ende geworden. Und das heißt auch, alles, was wir nicht sehen als Fahrer, wurde modifiziert. Komplett neues Getriebegehäuse, neue Antriebswelle, neuer modifizierter Zahnradsatz und logischerweise auch eine neue und verstärkte Kupplung. Zudem ist die Hinterachsübersetzung nochmal deutlich verkürzt worden. Und wir haben hier das IEMT, also ein intelligentes manuelles Schaltgetriebe, was in allen Modi außer Sport ein automatisches Rev-Match hat. Dazu später mehr beim sportlichen Fahren. Man kann es aber auch in Sport komplett deaktivieren, wenn man das möchte. Das heißt, die Schaltvorgänge und so weiter sind komplett anders von einem M3. Und wir konnten einen M3 jetzt mit Schaltgetriebe nicht fahren, aber alles, was ich aus Amerika gehört habe, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Die sagen, das Getriebe im M3 ist so ein bisschen Und hier sind sie alle sehr von begeistert. Aber es gibt noch mehr Veränderungen. Das heißt, mit der Einführung des Schaltgetriebe kamen auch noch steifere Gummilager an den Stabilisatoren sowie neue Stoßdämpfer und eben auch die Fuchsfelgen, die es aber auch für die anderen Ausführungen inzwischen gibt. Und was mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, eigentlich ganz geschickt gedacht, hier kann man das Wasser nachfüllen, also Spritzwasser nachfüllen. Man muss sich da nicht irgendwo so reinklemmen oder sowas. An alles irgendwie gedacht. So, und dann herzlich willkommen im Innenraum. Sehr sportlich außen. Dasselbe muss natürlich auch nach innen getragen werden. Und dementsprechend schauen wir uns erstmal die Sitze an, die sowieso schon sehr sportlich schön geformt sind. Ich muss aber sagen, man muss jetzt beim Komfort nicht wirklich Abstriche machen deswegen. Denn ihr seht schon, das Polster ist wirklich schön weich trotzdem noch gestaltet. Wir haben hell abgesetzte Ziernähte. Und wie ihr sehen könnt, bei unserer Supra hier schwarzes Leder. Das liegt daran, dass der Schalter automatisch das Premium-Paket, was 2000 Euro wert ist, mit dabei hat und dann dementsprechend auch Leder mit sich bringt. Sonst wäre es tatsächlich so, dass wir hier Alcantara gehabt hätten. Optisch sicherlich auch nochmal sehr schön. Ich mag ja diese Wildlederoptik gerne. Wir haben noch so ein bisschen Silber hier oben mit im Sitz drin, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu unterstreichen und aufzuwerten. Und das Leder zieht sich ansonsten auch weiter durchs Fahrzeug, nicht nur an den Türen, sondern auch hier vorne am Dashboard zum Beispiel. Ich fasse gerade mal, also hier die Kante ist auf jeden Fall weicher gestaltet und auch hier ist es noch unterlegt worden. Hier in dem Bereich auch tatsächlich. Bin überrascht, aber positiv überrascht. Dann schauen wir doch direkt mal hier unten, da wo das Knie gerne mal dran geht vom Beifahrer. Yep, auch das ist weich gestaltet. Silber auch wieder aufgegriffen, aber auch hochglanzschwarze Elemente, die wir außen schon gesehen haben, sind mit nach innen gebracht. Auch wieder den Türen, aber natürlich vor allen Dingen in der Mittelkonsole. Und da sehen wir dann auch noch ein sehr spannendes Designelement, nämlich Carbon. I like. Ich mag das Zusammenspiel. Ich mag vor allen Dingen, dass wir hier nicht nur hochglanzschwarz haben, wie es eine Zeit lang so modern war, sondern hier nochmal ein weiteres Element mit eingebracht wurde. Und wo wir doch bei der Mittelkonsole hier sind, richtig, die wurde einmal komplett überarbeitet aus ergonomischen Gründen und das ist soweit eigentlich auch ganz gut gelungen. Man muss nur sagen, je nachdem, wie man es dann gebraucht, gerade was das Telefon angeht, da gehen wir einfach gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, ist es dann nicht immer so perfekt gestaltet. Wir haben hier oben ein kleines Display, was unsere Kommandozentrale darstellt mit 8,8 Zoll. Das ist auch immer so mit dabei.
Je nach Ausstattungsvariante kommt dann auch noch Navigation mit dazu. Also wir haben sowieso eigentlich in dem Fahrzeug alles, was wir brauchen. Zwei Zonen Klimaanlage, mehrere Assistenzsysteme. Die Supra ist gut ausgestattet. Unsere Kommandozentrale selbst ist übrigens ein Touchscreen. Ich freue mich aber umso mehr, dass wir noch einige haptische Knöpfe hier haben, die dann aber auch per Touch sozusagen reagieren. Trotzdem einzelne Elemente wie zum Beispiel die Klimaanlage weiterhin ganz klassisch und sogar die Temperatur mit so einem kleinen Drehrädchen verstellbar. Ich freue mich darüber. Für mich ist das nicht oldschool, sondern einfach das einfachste und beste, sicherste während der Fahrt. Im Übrigen könnt ihr auch sehen, unser Exemplar hat ja hier durch die Ausstattungsvariante auch Sitzheizung. Wenn man sich jetzt für die Lightweight-Variante entscheiden würde, dann würde einiges an Komfort fliegen, darunter unter anderem auch die Sitzheizung. Aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass man denn die Sitze elektrisch verstellen kann, wäre dann nicht mehr so. Touch während der Fahrt so eine Sache. Knöpfe müsste man theoretisch auch hingucken, weil das manchmal ein bisschen umständlich ist. Gerade während der sportlichen Fahrt haben wir zusätzlich noch hier dieses kleine Drehrädchen, wo wir dann praktisch nur mit einer Handbewegung nochmal die volle Kontrolle haben und einiges einstellen können. Ich würde sagen, schauen wir uns die Ablageflächen an. Hier vorne direkt versteckt sich nämlich die induktive Ladeschale und ihr könnt schon sehen, die ist zusätzlich sozusagen nochmal abgedeckt, sodass das Telefon wirklich festgehalten ist. So gut die Idee ist, so ungeschickt war das Ganze dann doch im Alltag. Vor allen Dingen ist zum Beispiel Fabian jemand, der gar nicht induktiv laden möchte und dementsprechend da gar nicht so richtig drum rumgegangen ist oder drum rumgehen konnte, wenn er sein Telefon dort untergebracht hat. Seine Variante war also das klassische Laden, was ja hier vorne auch sehr gut möglich ist. Naja, man muss das Kabel dann aber schon auseinander machen und eben hier unter anderem in die Cupholder legen, wenn man diese induktive Ladeschale nicht nutzen möchte. Also hier seht ihr übrigens die zwei Cupholder. Hier hinten haben wir dann ein kleines weiteres Fach hinter den Cupholdern sozusagen und ihr könnt es übrigens schon sehen, ja, wir haben einen freien Blick in den Kofferraum. Ganz praktisch, wenn man mal was rausholen möchte, unpraktisch, wenn man lose Gegenstände dann einfach so in den Kofferraum legt. Das also bitte bedenken beim Beladen. Wir haben noch ein ganz klassisches Handschuhfach. Das sieht dann so aus, relativ schmal gestaltet und dementsprechend mit der Mappe auch schon gut ausgelastet. Und ja, wir haben auch noch Platz in den Türen. Ich glaube, an dieser Stelle brauchen wir aber nicht darüber reden, ob da ein Fläschchen untergebracht werden kann. Da geht eher so ein Zettelchen oder der Lippenstift rein. Freunde, es wird ernst. Wie ist mal wieder ein richtiges Auto zu fahren? Das war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich eingestiegen bin. Von so den ganzen lommeligen, indirekten, kein Bremsgefühl, kein Gas. Aber die Kupplung hier ist auch mega hart. Ne? Mhm. Also, es wird ein richtiges Auto. Ich muss aufpassen, ich weiß, dass hier geblitzt wird auf der Strecke. Ich muss mich konzentrieren, weil man hat schon das Bedürfnis, so ein bisschen so. Man möchte anzuschubsen. Man möchte antippen. Ja. Wir kommen gleich oder wir können auch jetzt einen Cut machen. So eine sportliche Aufnahme. Auf geht's. Die Lady ist warm. Draußen die Temperaturen sind auch wunderbar. 17 Grad, schöne kalte Turboluft. Dann muss ich direkt mal was vorweg schicken. Es besteht die Möglichkeit, und eigentlich ist es nur die Traktionskontrolle, die das so ein bisschen ausbremst, meterlange Streifen damit zu ziehen. Zweiten Kampf. Und das nächste, was wäre, ich persönlich bin sehr froh, dass das Rev-Matching da ist. Denn ich bleibe mit meinen Socken gerne mal so ein bisschen an der Verkleidung hängen. Da ist rechts nicht genug Platz für mich. Deswegen ist es ganz nett, dass es da ist. Wenn der Turbo dann einsetzt. Ach, herrlich, 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 herrlich. Aber man muss auch sagen, auch im Vergleich zu alten Generationen, wenn die Supra jetzt kleiner ist, wird schon irgendwann schnell groß auf so einer Strecke hier. Aber herrliches Hillclimb-Fahrzeug. Und ich bin mir nicht ganz sicher, die Pilot Supersport, wo die in der Michelin
Rangfolge so drin sind. Ich glaube, irgendwo zwischen den P4S und den Cup-Reifen. Und ich habe so das Gefühl, die brauchen auch so ein bisschen Temperatur, bis sie richtig reingreifen. Also wenn es so ganz kalt ist oder wenn man so direkt vom Start weg losgeht, dann haben sie nicht so Grip. Also das dementsprechend auch das Thema mit Streifen ziehen. Aber wenn sie dann einmal Temperatur haben, dann packen sie ein bisschen besser zu. Nebenbei erwähnt, ich glaube, es ist so, kann mich auch täuschen, wenn man es selber besser macht, dann überspielt man den Schaltassistenten auch. Jetzt ist der Schaltassistent aus und alles in Sport. Dabei müsste eigentlich, glaube ich, die Traktionskontrolle auch noch mal ein bisschen lockerer eingestellt sein. Aber man hört halt jetzt kein Rev-Matching, gar nichts mehr. Also es sei denn, man macht es selber. Ist ein bisschen ein anderes Fahren und vielleicht auch genau das Fahren, was man selber möchte, wenn man dieses Auto irgendwie haben möchte. Also manchmal passt es, manchmal bleibe ich halt hängen und dann hört sich es nicht so gut an. Aber Spaß macht es trotzdem. Und eine Präzision, ach herrlich. Macht Spaß, macht Freude. Also für sowas ist das dann eigentlich gemacht. Es ist definitiv kein Auto für die Autobahn. Also ja, natürlich geht das auch, aber dafür hier, da macht es dann auch mehr Sinn mit dem Schaltgetriebe. Man bleibt halt auch über. Und jetzt hört man so langsam, weil das ist vielleicht so der Unterschied für den Prollo. Mit der Automatik kommt halt öfter mal pop, pop, pop hinten raus. Und jetzt, wenn sie langsam warm wird, hört man es, kommt so ein bisschen mehr Geräuschkulisse. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen länger treiben würde, dann wird es ja auch noch mal ein bisschen lauter. Zurück in Ruhe, aber mit dir am Steuer. Wie sind die Emotionen? Naja, jetzt gerade muss ich mich trotzdem weiterhin zusammenreißen. Es ist einfach eigentlich kein Fahrzeug, um jetzt hier so brav in der 50er-Zone, 60er-Zone daher zu tuckeln. Aber erstaunlich leise, komfortabel. Obwohl das Dämmungspaket rausgeflogen ist mit dem Schalter. Also er wird natürlich oben raus dann doch nochmal deutlich lauter. Aber mir fehlt ehrlicherweise auch der Vergleich, weil wir nie den normalen Sechszylinder gefahren sind. Mhm. Nur mit Aftermarket-Stuff. Mhm. Was man übrigens auch inzwischen als Optikpaket von AC Schnitzer direkt mitbestellen kann. Und ein Bielstein-Fahrwerk kann man direkt ab Haus mitbestellen, wenn man das möchte. Aber ich fand das Fahrwerk hier eigentlich einen guten Mix, insbesondere weil es auch im Alltag noch sehr komfortabel ist. Und nicht zu extrem, also nicht zu auf, ich bin bretthart und damit sportlich. Ich würde, kann man das als direkt bezeichnen, weil man spürt schon, was man tut, aber es ist nicht so hart, dass es einem in die Knochen fährt, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber man merkt auch, es ist eine Weile her, dass wir ein richtiges Auto gefahren sind. Ne? Also ich fahre ja privat schon sehr puristische Autos, aber ja, das will man halt mehr machen. Ne? Nicht nur auf 60 hochbeschleunigen. Das will man halt. Ja, aber Bremse und so ist halt schon sehr direkt. Aber jetzt auch nicht so direkt, dass ich sage, da kann man sich nicht drauf einspielen. Es gibt ja so Bremsen, die tippst man an und Das war der erste Moment, den ich gemacht hatte, weil ich von einem anderen Auto kam. Ja. Ich bremse und ich habe fast ins Lenkrad gebissen. Also es geht noch. Ich finde, es geht noch. Man hat noch so ein Minispiel, so ein Zentimeterspielchen. Ach, es ist schon eine sehr direkt ansprechende Bremse zum Beispiel. Das kann ich auch hier gar nicht so richtig. Das ist jetzt nicht Sport, also das ist schon alles super direkt. Es ist schon super direkt, aber trotzdem weich. Also smooth gestaltet. Es wirkt sportlich mit einer moderaten Zurückhaltung. Finde ich cool, weil im Endeffekt kannst du es ja noch puristischer hier drin machen. Du kannst ja, wenn du möchtest, sportlich damit fahren.
Aber du kriegst halt im Alltag nicht komplett die Negativseite und denkst, boah, das packe ich nicht. Hm. Was erstaunlich ist, ich fühle mich hier drin in einer relativ kleinen, kompakten Kabine. Übersichtlichkeit, kann man sich jetzt drüber streiten, muss ich sagen. Also das Sichtfenster ist relativ schmal, obwohl ich ja doch so eine lange Schnüss vorne dran habe, sehe ich sie nicht. Und mein Sitz oder der Sitz für mich ist jetzt zum Beispiel komplett oben. Höher geht nicht. Also was ich mir notiert habe, für mich kommt das vor, wie wenn du ein Integralhelm aufsetzt. Es ist ungefähr dasselbe Verhältnis. Du siehst zwar nach vorne, aber du hast so eine Umrandung, die eigentlich nur dein Sichtfeld so ein bisschen einschränkt. Und dementsprechend können wir auch gar nicht sagen, also ich kann nicht sagen, ob die Leute jetzt positiv, negativ oder überhaupt auf das Auto reagieren, weil du siehst nach vorne ganz gut raus, aber ob dich jetzt jemand hinterher guckt oder so, kannst du relativ schlecht verfolgen. Aber dadurch schließt es dich auch extrem gut ein und verbindet dich dadurch auch optisch noch mal ein bisschen mehr mit dem Fahrzeug. Nein, das Schaltgefühl ist das, wenn du einen Gang einlegst, wir könnten auch den Reffmatch ausmachen, ist das ein BMW-Gefühl oder ist das was ganz anderes? Also im ersten Moment dachte ich, boah, der ist schon ganz schön schwergängig. Findest du? Hakelig, meinst du? Nee, hakelig nicht, aber einfach der Kraftaufwand ist doch enorm. Also ich glaube, der Kraftaufwand ist sogar größer als bei einem Porsche-Getriebe. Einmal kurz genickt. Findest du den Kraftaufwand zu viel? Ich finde auch, also alles, das vermittelt ein sehr gutes Gefühl. Ja. Die Kupplung ist sehr hart, sehr anstrengend, aber dadurch kannst du sehr gut damit steuern. Auch Quatsch machen. Und ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das vom Quatsch machen super gut vor. Und auch das Schaltgefühl ist sehr mechanisch? So klack, klack, so. Nee, das Klack-Klack hat er nicht. Also das Klack-Klack gibt es bei Porsche, das gibt es bei dem hier nicht. Aber du brauchst einfach schon, da ist ein bisschen was dahinter. Also fassen wir zusammen. Ich finde, auch wenn es sehr hart ist vom Schalten, das hat einen puristischen Charakter und ein so atemberaubend gutes Gefühl, was wir einfach in heutigen Autos nicht mehr finden. Also es ist eigentlich schon... Gibt es noch einen anderen Sportwagen in dieser Leistungsklasse mit Schaltgetriebe? Mir fällt keiner ein. Nur andere Preiskategorien? Ja, natürlich, klar. Wenn du 40.000, 50.000 Euro mehr hast, dann gibt es da was aus Zuffenhausen. Ja, aber ansonsten in der Preisklasse glaube ich nicht. Und dafür ist das schon... Dafür, dass viele dem hier BMW nachsagen und viele ja auch bei BMW gewisse Kritikpunkte haben, was Schaltgetriebe angeht, ist das ein extrem guter Nicht-BMW geworden. Nur was mich persönlich ein bisschen gestört hat am Anfang, ist der dicke Lenkradkranz mit dem fetten Toyota-Logo. Und du magst kleine Lenkräder viel lieber. Nee, der Mitten-Lenkradkranz ist mir einfach zu fett dafür, also im Verhältnis zum Rest. Wenn das Lenkrad noch dicker wäre, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Weil es einfach nur so ein fetter Hupenaufsatz da drauf mit dem kleinen Toyota. Komische. Also das ist so ein kleines Problemchen, damit könnte ich mich anfreunden. Designtechnisch nicht so hübsch. Ja. Soll ich zum Thema Verbrauch sagen können? Ja, der Verbrauch ist etwas höher als bei der Automatik. Insbesondere, wenn man es dann auf der Autobahn voll ausreizt. Allerdings ich finde, das ist nicht das Autobahnauto. Wenn man das Autobahnauto möchte, definitiv Richtung Automatik gehen. Weil einfach oben heraus ist man im Prinzip im Sechsgang fast am Limit, wenn man voll durchbeschleunigt. Und auch schon bei 120 ist er halt über 2.500 Touren. Und dann ist der Verbrauch einfach höher. Im Schnitt kann man so mit 7 bis 10 Litern fahren. Mhm. Es sei denn, man reizt halt voll aus, dann ist man so bei 14, 15 plus, muss man mindestens rechnen. Dann reicht dann der relativ okay bezeichnete Tank auch nicht mehr so lange. Aber dafür ist es ja dann auch gemacht. Also diese Strecke, bisschen engere Radien und frei. Das wäre dann eigentlich. Und für am besten noch rauf und runter. 70.000 Euro klingt erstmal nach sehr viel Geld. Zugegebenermaßen ist es das ja eigentlich auch. Aber ganz ehrlich, welche andere Option, wenn man sowas will, hat man denn heutzutage noch im deutschen Markt? Ein Sportwagen, Coupé, deutlich über 300 PS, Schaltgetriebe. Sucht mal. Wer was findet, gerne unten in die Kommentare. Ich glaube, es wird sehr schwierig, da was auf dem Neuwagenmarkt zu finden. Und dementsprechend, die Supra
ist eigentlich das Auto, was wir vielleicht auch irgendwie von BMW erwartet hätten in dieser Kategorie. Und die haben sich ja mehr oder weniger schon verabschiedet vom Schaltgetriebe. Und Toyota macht es trotzdem noch und nicht einfach nur irgendwie reingeklatscht, sondern bis hin zur Perfektion. Also im Sinne von Autos mit Schaltgetriebe pur und aktuell gibt es eigentlich nichts Besseres als das. Das war es auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem der Toyota Supra. Wir hoffen sehr, dass das Video euch gefallen hat. Fragen uns aber jetzt natürlich, wie euch dieses Fahrzeug gefällt. Sehr viele Impressionen, würde ich sagen. Schreibt eure Gedanken gerne mal unten in die Kommentare. Wir mischen dann wie immer mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin passt bitte gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofree. Heute mit wieder einem, das war grammatikalisch nicht korrekt. Aber die, aber da. 70.000 Euro klingt auf den ersten Blick